Ja. Hey! Und willkommen zu einem neuen Video. Als erstes möchte ich mich entschuldigen, weil ich ein bisschen krank bin. Ich hoffe, das stört nicht allzu dolle. Aber als erstes möchte ich eben von euch nachträglich frohe Weihnachten wünschen und ein schönes neues Jahr und so. Das, was man halt immer so macht. Ja. Und zwar wird das ein neues Speedpaint. Und zwar ist es eine ganz neue Art von Speedpaint. Naja, eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Naja, zumindest ist es so, dass dieses Bild, das ich gerade male, beziehungsweise ihr gerade seht, wie ich es male, das habe ich aufgenommen und in drei Teile gespalten. Das heißt, es wird drei Videoteile geben. Die werden in nächster Zeit kommen. Ich denke vielleicht so, ich weiß nicht, einen Teil pro Woche, vielleicht auch alle paar Tage oder so. mal sehen. Zumindest wird dann in nächster Zeit dann Teil 2 und Teil 3 kommen. Jeder Teil wird so ungefähr 9 Minuten gehen und genau. Und das Video ist auch nicht auf, also die Timelapse ist nicht so krass, das ist gerade 16 mal so schnell. Normalerweise habe ich immer 32-fache Geschwindigkeit. Aber hier wollte ich ein bisschen erzählen, so was ich mache, was ich an dem Bild gut finde, was ich nicht so gut finde. Und vielleicht so ein bisschen was darauf eingehen, was ich so gemacht habe. Hier in dem Teil mache ich die Skizze, die man auch ganz gut sieht, und fange so ein bisschen mit den Farben an. Also die Idee war, dass das die Ursprungsidee war, dass so Menschen an einem Dschungel also so ein zivilisiertes Dorf machen und der Kerl dort auf seinem Viech denkt sich halt so, findet das irgendwie gar nicht cool und will so das Dorf überfallen. Und das war so die Grundidee. Davon sieht man jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Aber das war so die Idee, dass das halt so ein ureinwohnermäßiger Kerl ist, der halt so im Dschungel wohnt. Und das Tier ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es ist so ein bisschen an Gorilla angelehnt. Und zumindest, ich finde, man sieht es noch ganz gut an seinem Körper. An seinem Körper, sein Kopf sieht überhaupt nicht so aus. Wobei ich sagen muss, dass ich mir bei dem Bild recht wenig Gedanken gemacht habe. Also ich hatte jetzt nicht so einen richtig festen Plan. Ich wusste so ungefähr, was ich machen will. Aber ich habe nicht, wie man auch in der Skizze, die habe ich halt jetzt nicht so mega detailliert gemacht und habe das auch nicht alles so perfekt umgesetzt und habe voll viel nochmal neu gemacht und das war eine der Sachen, die ich hätte besser machen können. Von Anfang an mehr Planung reinbringen müssen. Ich hätte vielleicht vorher so ein paar kleine Skizzen machen können und mir überlegen können, wie ich was anmalen will und mir so vielleicht Gedanken darüber machen sollen, welche Designteile ich habe. Zum Beispiel diese Tasche, die man an seinem Bauch sieht. Da hatte ich schon fast zum Schluss keine Ahnung, was ich damit machen will. Und es war alles recht spontan. Was zwar ganz spaßig ist, aber am Ende kostet das halt mega, mega viel Zeit und macht das Bild um einiges schlechter. Also beziehungsweise nicht unbedingt schlechter, aber schon ein bisschen schlechter. Also ich hätte auf jeden Fall mehr rausholen können, hätte ich das Ganze ein bisschen strukturierter gemacht und hätte mir so von Anfang an noch mehr Gedanken gemacht. Das heißt auch, dass das Bild nicht so bleiben wird, wie es ist. Es wird noch sehr, sehr viel
Wandel erfahren. Genau. Über was ich noch reden wollte ist, ich hoffe, man hört es. Das wäre sehr schön. Dann hätte es sich nämlich wirklich richtig gelohnt. Und zwar habe ich mir ein Mikrofon gekauft. Und das ist ganz schön, weil jetzt kann ich direkt mit meinem Computer aufnehmen, die Audiodatei. Vorher war das so eine richtige Krankheit, das war voll schlimm. Ich habe die Audiodateien immer mit meinem Handy aufgenommen, aber irgendwie hat mein Schneideprogramm das nicht erkannt und keine Ahnung warum, habe ich das dann richtig, richtig abgefuckt. Ich habe das dann auf YouTube hochgeladen, dann habe ich die Audiodatei gedownloadet und dann die Audiodatei konnte ich dann in mein Schneideprogramm reinladen und das ging dann, das war so richtig komisch und jetzt habe ich mir halt dieses Mikrofon gekauft und ich hoffe doch, dass das alles damit besser funktioniert und dass alles gleich erkannt wird und die Audiodatei, die Soundqualität hoffentlich besser ist, erkennbar besser ist. Das würde mich sehr freuen. Was ich noch ansprechen wollte, sind die Streams, falls das irgendjemand mitgekriegt hat. Ein paar Leute haben es definitiv nicht mitgekriegt, also die in den Streams dabei waren. Nochmal vielen, vielen Dank. Ich live streame ab und an. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal gestreamt, vielleicht mache ich das mal wieder. Und ich werde die Livestreams dann, zumindest die meisten, auf YouTube danach oben lassen. Denke ich, dass wenn Leute irgendwas zum Nebenbei anhören brauchen, dafür sind meine Videos eigentlich auch hauptsächlich so gedacht, zum Nebenbei anhören laufen. Nebenan so ein bisschen zuhören und dann kann man vielleicht ein bisschen zeichnen und so. Das wäre ganz schön. Und genauso ist das dann mit den Streams vielleicht auch, dass man dann sich sein Skizzenbuch schnappt und dann ein bisschen vor sich hin zeichnet. Dazu möchte ich auch jetzt ganz herzlich zu einladen, dass man sich jetzt ein Skizzenbuch schnappen könnte. Nur eine kleine Anregung meinerseits. Ja. Für den ersten Teil, denke ich, hat man jetzt vielleicht schon einen kleinen Eindruck gewinnen können, wo das Ganze hinführen sollte. Wie das Bild dann am Ende vielleicht so ein bisschen aussehen soll. zu seinen Haaren, die blonden Haare. Wenn man eine gute Fantasie hat, kann man sich vorstellen, dass das die Haare einer Frau wären. so ziemlich, also es ist mir damals überhaupt nicht aufgefallen, als ich es gemalt habe, aber im Nachhinein sieht es mega so aus. Ich habe das aber dann nochmal neu gemacht. Zum Beispiel sowas wie die Haare machen halt einfach irgendwie gar keinen Sinn. Ich meine, das Vieh ist halt, hat halt so komplett schwarze Behaarung, außer sein Kopf ist dann plötzlich blond, so what the fuck. Das habe ich dann am Ende noch alles geändert. Hier habe ich so ein bisschen versucht, die Farben ein bisschen zu ändern, dass es sich so ein bisschen mehr einpasst. Das hat auch nicht allzu viel geholfen. Und ja, das soll es dann auch für den ersten Teil sein. Ich hoffe, es gefällt dem einen oder anderen. Dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und ja, ich hoffe, man konnte so ein bisschen was lernen und so. Und es hat dem einen oder anderen Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.